Hallo, ihr Künstler. Und vor allem Giacomo, der hier an der Staffelei steht. Schauen wir uns doch mal die Bilderchen an, die er uns gegeben hat in der letzten Folge. Und ich begrüße auch wieder hier einige Leute und Zuseher, vielleicht auch ein paar neue, ich weiß es nicht. Wie sehen denn die Bilderchen aus von Giacomo? Sind das normale Papiere, so hier im Icon-mäßig? Irgendwas mit drei? Aha, drei, okay. Ein Bild des Namenlosen. Schauen wir uns das mal an. Ja, wir wissen ganz natürlich, dass das Mike Hoge ist. Der hat sich ja sein eigenes Antlitz genommen für Gothic 1. Ja, auch das ist schön, dass wir das mal gesehen haben. Und das sind drei namenlose Bilder. Quatsch, das sind drei Bilder des Namenlosen. Oh, wir sollten uns ja treffen. Gucken wir uns mal hier die Bilderverkaufsquest an. Drei Bilder verkaufen. Der Stadthalter kann man ja alles im Dings gucken. Also bei gedrückter Pausetaste. Der Stadthalter Larius, ich soll ja um 20 Uhr an den See da unten hingehen. Da kommt nämlich ein Bote. Und der wird hier unten irgendwo auf uns warten. Dann werden wir mal dahin flupsen. Flups, schon sind wir am See. Aber das Ganze soll ja um 20 Uhr stattfinden. Hat sich hier noch was versteckt? Nein. Und die nächste Schlafmöglichkeit hätten wir dann. Entweder man hat eine Schlafmatratze dabei. Eckhard, was war mit dir nochmal? Okay, war nur das. Oh, der hat jetzt plötzlich ein Schild. Habe ich vorher nicht gesehen. Kann sein, dass er dann schon immer hatte. Ja. Oh, Valentino, das Arschloch. Sorry. Dann gehen wir mal schlafen. Und zwar bis wann? Bis wann, bis wann, bis wann? Bis 17 Uhr, bis zum nächsten Abend schlafen. Das wäre wohl, glaube ich, die richtige Zeit. So, dann gehen wir mal speichern. Gucken wir mal, wie spät wir es haben. Wir haben es 20.01 Uhr. 20.01 Uhr. Und wo ist der Bote? Da steht er schon, der Bote. Na, da gucken wir uns das mal hier aus bisschen besserer Lichtweise an. Schon gespannt, was das für ein Bote ist. Wie der heißt. Hallo, Bote. Gonzales. Hallo, Gonzales. Wer bist du? Das werde ich dir nur sagen, wenn du der Mann bist, auf den ich warte. Vielleicht bin ich ja dieser Mann. Dann kannst du mir auch sagen, wer dich geschickt hat. Giacomo. Der Maler Giacomo. Der Maler Giacomo schickt mich. Ich soll hier ein Bild für einen gewissen Gregor abliefern. Dann bist du hier goldrichtig, mein Junge. Ja, mit der Kleckserei. Kleckserei? Das wird Meister Giacomo bestimmt nicht gerade freuen, wenn ich ihm erzähle, was man von seiner Arbeit hält. Na und? Ist mir doch egal, was der alte Pinselquäler hören will oder nicht. Wenn du meinst, wie sieht es mit dem Geld aus? Ja, nimm und verschwinde. Besonders freundlich bist du gerade nicht. Darf ich noch fragen, warum Gregor dieses Bild überhaupt haben will? Klar kannst du fragen, aber eine Antwort bekommst du nicht. Und jetzt hau endlich ab, du nervst. Na, du bist ja vielleicht ein Heinz. Vor allem immer mit offenem stehenden Mund, so wie ich das immer gesehen habe. Schauen wir noch mal. Ja. Cool. Ich habe noch eine Frage. Es ist alles gesagt. Also verschwinde. Okay. Dann gehen wir zurück zum Maler. Ich würde das mal auch lieber noch mal machen, nachdem ich eine Runde geschlafen habe. Raus aus meinem Bett! Ja, Valentino ist gut. Wenn du jetzt erst schlafen gehst. Oh, ich verpiss mich mal zum Maler hin. Dann schauen wir mal, ob er schon die ersten 150 Goldstücke haben will. Hey! Nö, will er noch nicht haben. Das heißt also, ich muss alle drei Bilder oder jetzt noch zwei Bilder verkaufen. Gut, okay, dann speichern wir mal. Ja, das ist ja auch kein Wunder, wenn man nicht akribisch diesen Logbucheintrag guckt, dass Giacomo noch gar nichts sagen kann, weil ich noch Larius aufsuchen muss. Ja, ich weiß, ich bin hier an einer völlig falschen Stelle. Ich hätte mal lieber hochgehen sollen, da oben, da bei dem
Milizlager, aber ich wollte noch was zeigen. Und zwar, dank des neuen Renderers, wir wissen ja, der alte Renderer, den ich sonst immer benutzt habe, der war ja, da war der Bock immer unsichtbar. Diesmal ist er sichtbar, der Bock. Alle Böcke sind jetzt sichtbar in diesem Renderer. Das ist gut. Deswegen werden wir mal zum Milizlager Darius besuchen. Und mal schauen. Weil der ist ja hier an dem Turm. Was war denn das jetzt eben? Achso, da konnte ich sägen. Ja, ich habe noch was zu sägen. Ich habe noch was zu hämmern. Das kann man alles offscreen machen. Schauen wir mal, wo Darius ist. Der ist drinnen bestimmt, oder? Na, der ist bestimmt drinnen. Da ist er schon. Hallo, Darius. Hey, du. Bringe euch euer Bild. Ich bringe euch euer Bild. Wie bitte? Was für ein Bild? Ich weiß nicht, wovon du redest. Nun, das Bild, das Meister Giacomo für euch malen sollte. Giacomo? Ach so, der Maler. Ja, stimmt. Ich hatte da was bestellt. Na, worauf wartest du noch? Gib schon her das Bild. Wollt ihr es euch nicht vorher nochmal ansehen? Keine Sorge, das mache ich später. Doch jetzt stör mich nicht länger. Ich habe zu tun. Von mir aus? Ich bekomme aber noch etwas Gold für das Bild. Wie Gold? Na schön, von mir aus. Wie viel verlangt Meister Giacomo? 200, 150, 100. Wollen wir lügen? Oh, das ist übel. Ich sag mal ehrlich 150. 150 Goldstücke. Ja, ja, ich erinnere mich. So viel hatte Giacomo auch verlangt. Gut, hier hast du das Gold. Okay, er hat sich erinnert. Hätte ich also 200 gesagt? Ihr könnt ja in den Kommentaren schreiben, was denn passiert wäre, würde ich flunkern und 200 Gold gesagt haben. Ja, dann können wir wieder zurück zu Giacomo. Und da habe ich jetzt zwei Bilder überbracht. Und bei dem geheimnisvollen dritten werden wir mal gucken. Also, dann springe ich mal eben hin. Denn schließlich brauchen wir ja noch das Wort oder das Codezeichen, wo ich dann ungeschoren an den Orks vorbeikomme. Vielleicht ist ihm das ja währenddessen mal wieder eingefallen. Hey. Ich habe zwei Bilder an Larius und Gregor verkauft. Ich habe die zwei Bilder an Larius und Gregor verkauft. Hier ist das Gold für beide Gemälde. 200 Goldstücke. Gut. Deinen Anteil hast du bereits abgezogen. Wenn du das dritte Bild verkaufst, kannst du dann ebenfalls deinen Anteil abziehen. Ah ja. Mittlerweile ist mir eingefallen, wo du den Boten des Schwarzmagiers treffen kannst. Ja, ja, ja. Wo befindet er sich? Ich sollte mich mit diesem in einer Höhle vor der Stadt treffen. Wo aber die genau ist, weiß ich nicht mehr. Oh no. Aber so viele Höhlen wird es vor der Stadt auch nicht geben. Du wirst sie also leicht finden. Der Bote wird dich zu Zordian bringen. Damit du sicher durch die Stadt kommst, musst du diese Sklavenkleidung tragen, die man mir gegeben hat. Muss das sein? Von mir aus kannst du es auch lassen. Wundere dich aber nachher nicht, wenn du bereits am Stadttor getötet wirst. Na schön. Her mit den Klamotten. Hier. Trage die Kleidung aber erst, wenn du den Boten triffst und danach nur in der Stadt. Diese Kleidung scheint das voranzukommen. Man könnte dich daher für einen Assassin halten und dich angreifen. Oh, weia. Außerdem solltest du als Sklave keine Waffen tragen. Das würde sonst die Orks und ihre Verbündeten misstrauisch machen, klar? Ja, ja, habe schon kapiert. Na, dann wünsche ich dir Glück. Enos möge dir beistehen. Oh, weia. Das wird ja eine reichliche Kollektion an Klamotten, die ich hier bekomme. Da darf ich mich ja also umziehen ohne Ende. Also ich werde sie noch nicht tragen. Was haben wir denn hier? Das ist die Xardas Feuerrobe. Leichte Drachenjägerrüstung, Bootsmann, die habe ich ja an. Rollerplatten, leichte Marine, Sträflingskleidung. Kleidung eines Sklaven, alles klar. Was haben wir denn hier? Schutz vor Waffen 5. Speichern. Ja, zwei Höhlen würden mir einfallen vor der Stadt. Ob ich da jetzt mal hinbeame? Ich gucke nochmal ins Logbuch. Bilderverkauf. Giacomo mitgeteilt, ich habe Bilder. Giacomo teilte mir jetzt mit, dass ich hier Bode Schwarzmagis in einer Höhle vor der Stadt aufhalten soll. Wo diese Höhle genau ist, weiß ich nicht mehr. Außerdem gab er mir den Anzug eines Sklaven, den ich tragen soll, wenn ich Zordians Boten treffe. Außerhalb der Stadt aber werde ich diese Kleidung besser nicht tragen, dann kann man mich sonst angreifen. Naja, immerhin gibt es viele Anhänger des Königs. Okay, Verachtung, Verachtung, Verachtung.
Dann werden wir mal gucken, wo die Höhle ist. Aber dummerweise müsste ich eine Höhlenkarte mal irgendwo kaufen. Weiß ja allerdings nicht, wer die Höhlenkarte verkauft. Verkauft. Bin ich richtig super Richie oder was? Was ist denn da? Da steht plötzlich ein Ork rum. Das geht nicht. Mist. Shit. Ich werde mal von der Leuchtturmseite aus. Schauen wir mal. Und zwar die sich hier irgendwo befindet. Ja, genau. Ich habe vorher abgespeichert. Sicher ist sicher. Wie ist die das? Mal ganz vorsichtig reinrennen. Nee. Nach Schwarzmagier sieht das nicht aus. Grand. Aha. Hallo. Wer bist du? Genau. Vielleicht werde ich dir das sagen. Das hängt ganz davon ab, warum du hier bist. Okay, Giacomo schickt mich. Okay. Giacomo schickt mich. Ah, das ist er. Und warum kommt er nicht selbst? Nun, ich vermute mal, dass er schwer beschäftigt ist. Na schön. Ist mir eigentlich auch egal, warum der Pinselquäler nicht selber kommt. Obwohl, eigentlich kann ich es mir ja denken. Was meinst du? Der Knabe hat die Hosen voll, ist doch klar. Und das wird dir auch so gehen, wenn du durch die Reihen der Orks marschieren musst. Scheint also gefährlich zu werden, was? Aha. Kriegst es also jetzt auch mit der Angst zu tun, was? Und wie? Mir schlottern schon die Knie. Keine Sorge. Wenn du tust, was ich dir sage, wird dir nichts geschehen. Okay, nochmal, wer bist du? Wer bist du? Mein Name ist Grant und ich gehöre zu den Orksöldnern. Okay. Mehr brauchst du nicht zu wissen. Wie geht es weiter? Du wirst mich jetzt in die Stadt begleiten. Oh. Das Bild übergibst du dann Meister Zordian. Warum so kompliziert? Ich kann ja auch das Bild dir geben. So läuft das nicht. Meister Zordian will sich das Bild vor der Übergabe noch ansehen. Wenn es ihm nicht gefällt, wirst du es wahrscheinlich wieder mitnehmen müssen. Solange er mir nicht einen Kopf kürzer macht, soll es mir egal sein. Das kann natürlich auch passieren. Also verärgere den großen Schwarzmagier nicht, klar? Ja. Ja, werde ich nicht. Wenn du soweit bist, sag mir Bescheid, dann geht es los. Oh, weio. Also gucken wir uns doch nochmal hier die Lok-Geschichte an. Das Logbuch. So, ich habe den Boten des Schwarzmagiers in der Höhle vor der Stadt gefunden. Ein finsterer Geselle. Ich bin gespannt, wie es jetzt weitergeht. Ich habe den Boten des Schwarzmagiers in den Orksöldnern vereinbarten Treffpunkt getroffen. Okay. Wenn ich soweit bin, ja, dann bin ich mal gespannt. Also, was soll ich machen? Erstmal speichern. Ja, dann heißt es also, ich ziehe erstmal meine Sachen aus. Also, erstmal dich hier weg. Den Bogen werde ich, den Bogen. Oh Gott, ist der weit weg. Dann die andere Kleidung anziehen. Hier, das sieht aus wie so ein Mehlsack aus hier. So. Und vielleicht sollte ich dann auch mal diese Geschichte. Jetzt sehe ich aber echt aus wie so ein Novizenrock hier. Okay. Ja, dann werden wir mal loslegen, was? Bring mich zu Zordian. Bring mich zu Zordian. Gut, folge mir. Oh, weia. Bin ich mal gespannt. Da fällt mir gerade ein, kann ich denn... ach ja, ich muss das ausprobieren. Ich will das jetzt noch nicht verraten, was ich noch vorhabe. So, Herr Grant. Hoffentlich bist du nicht so grantelig. Obwohl, du hast den Eindruck gemacht, dass du grantelig bist. Jetzt bin ich mal gespannt. Ich habe meinen eigenen Bodyguard. Sehr grantelig. Ja. Mal gucken, ob er stehen bleibt, wenn ich nicht weiter gehe. Er bleibt stehen. Wenn er stehen bleibt, dann werde ich mal erstmal speichern, bevor ich das mache, was ich denke, was ich mache. So, wir haben nämlich Turmschlüssel. Haha. Seht ihr? So geht's doch aus. Es kann natürlich sein, dass ich... Nee, hier gibt's keine Waffenbündel. Hoffentlich werde ich nicht angesprochen. Was hast du da drin zu suchen? Ja, Grant, ich muss erstmal dieses Tor angucken. Oh, eine Truhe.
verschlossen? Oh, ich muss die knacken, so ein Mist. Okay, das klappte echt wunderbar. Ich wusste die Kombination echt nicht. Das mache ich grundsätzlich äußerst selten. Nur bei extrem langen Kombinationen. Das nur nebenbei. Früher habe ich mir das immer alles aufgeschrieben. Das wollte ich jetzt mal so sagen. So nur zur Info meines Spielcharakters. Oder wie ich das spiele. Ja, und die Schimpansen bleiben hier alle... Also die Orks, die bleiben hier alle schön stehen. Und jetzt... Jetzt ist es cool. Den Meister Xordian wird... Ja! So, hier sind wir. Dort steht Meister Xordian. Wenn du mit ihm redest, hast du gefälligst, sie zu sagen. Komm bloß nicht auf den Gedanken, ihn zu duzen. Klar? Klar. Wenn du fertig bist, kommst du anschließend zu mir. Wo finde ich dich? In der Kaserne. Weißt du, wo die ist? Okay. Ja. Gut. Lass mich aber nicht zu lange warten, sonst werde ich ungemütlich. Okay. So, Meister Xordian, wo ist eine Belia-Statue? Dann bist du das hier. Ihr scheint der Anführer der Schwarzmagier zu sein. Wer seid ihr? Ich bin Xordian, Meister der schwarzen Künste und Vertrauter des großen Zuben, des Herrschers von Varant. Wir sind mit den Orks nach Korinis gekommen, um die Herrschaft Beliars hier zu errichten. Und niemand mehr kann die Herrschaft unseres Meisters verhindern. Oh, sorry für die Verzögerung, aber Giacomo schickt mich. Meister Giacomo schickt mich. Ich soll dieses Bild vorbeibringen. Na endlich. Gib es mir. So, das dritte Bild ist jetzt auch überbracht. Das finde ich ja klasse. Hier hast du dein Gold. Ja, warum habt ihr dieses Bild gekauft? Das frage ich mich auch. Warum habt ihr dieses Bild gekauft? Ich wüsste nicht, was dich das angeht. Vielleicht habe ich ja den Mann auf dem Bild gesehen. Was? Du hast diesen Kerl gesehen? Wo? Ich müsste schon wissen, wer der Mann ist. Vielleicht fällt es mir ja dann wieder ein. Na schön, dann werde ich es dir sagen. Dieser gefährliche Bursche wird der namenlose Held von Korinnes genannt. Oh. Er hat im Minental die Urdrachen des Eises, des Feuers, der Erde und der Luft getötet. Und noch viel schlimmere Taten begangen. Beliar möge ihn dafür strafen. Wenn du aber wissen solltest, wo wir den Feind unseres Gottes finden, sollst du reich belohnt werden. Aha. Tut mir leid, ich habe mich leider geirrt. Der Mann, den ich meinte, war ein einfacher Vagabund. Was? Verdammt. Ich hoffe aber für dich, dass du mich nicht belogen hast. Meine Rache wäre fürchterlich. Ja, ja. Wenn du mir aber sagen kannst, wo sich dieser Frevler befindet, werde ich dich mit Gold aufwiegen. Ich werde die Augen offen halten. Gut. Geh jetzt zu Grant. Er wird dich aus der Stadt führen. Jetzt möchte ich noch was fragen. Darf ich euch noch was fragen? Ehrwürdiger Meister. Na schön, was willst du wissen? Warum seid ihr Schwarzmagier nach Korinnes gekommen? Ich sagte es doch bereits. Wir wollen die Herrschaft Beliars auf Korinnes errichten. Geht es noch etwas konkreter? Was fällt dir ein? Glaubst du etwa, ich werde jedem Neugierigen unsere Pläne offenbaren? Das nicht, aber... Aber was? Ich finde es schon seltsam, dass du mich nach diesen Dingen fragst. Bist du etwa auch ein Spion von diesem Lord Hagen? Nein. Wieso auch? Wir haben bereits einen entdecken und gefangen nehmen können. Einen Paladin, der sich hier rumgeschlichen hat. Wir haben ihn erstmal ins Gefängnis geworfen. Später werden ihn die Orks verhören. Hab keine Sorge, Meister. Ich bin kein Spion. Das hoffe ich für dich. Auf jeden Fall werden wir dich im Auge behalten, solange du in der Stadt bist. Ups. Da bist du ja endlich. Man lässt mich nicht so lange warten, klar? Nun, ich... Ich will jetzt keine Ausreden von dir hören, merkt dir das? Oha. Klar, will ja keinen Ärger mit dir. Kluge Entscheidung.
Ich denke, wir verstehen uns. Bringst du mich jetzt aus der Stadt? Später. Zuerst habe ich noch einen Job für dich. Okay. Kannst dabei 50 Goldstücke verdienen. Dann will ich das mal gucken. Einen Job? Was soll ich für dich tun? In der Taverne auf dem Weg zu Onas Hof halten sich einige unserer Männer auf. Ah. Ihr Anführer, Scott, sollte mir schon seit längerer Zeit berichten, wie die Lage vor Ort ist. Geh hin und frage ihn, warum er mir keine Nachricht sendet. Wird er mir bereitwillig Auskunft geben? Er kennt mich ja schließlich nicht. Nenne ihm das Kennwort Geldern und er weiß Bescheid. Ach, Geldern. Geldern? Ja, dort waren wir Söldner zuletzt, bevor wir nach Korinis gesegelt sind. Und jetzt beweg endlich deinen Hintern, sonst mache ich dir Beine. Das will ich sehen. Machst du mir Beine? Er macht sich selber Beine. Ja, das ist ja übelst, übelst geil. Speichern. Vielleicht lässt du mir ja noch die Zeit, dass ich hier nochmal in den Türmen gucken kann. Wegen der Waffenbündel. Und noch irgendwas, was in eine Truhe gelegt worden ist, was mit der Runen... Wie heißt der denn nochmal? Das war... Welcher war das denn nochmal, Leute? Runenreise mit Tarok, richtig. Die fünfte Rune soll sich in der Truhe des Anführers der Orks und Grant befinden. Aha, in der Truhe des Anführers. Ja, das ist ja der Grant. Er hat sein Quartier in der Kaserne von Korinis. Okay, dann ist es da. Okidoki, das wollte ich nur eben schnell wissen. Hier ist das Oberdorf. Hey du, Mora, komm her. Meinst du mich? Ja, Mora, ich habe einen Auftrag für dich. Okay. Und wenn ich keine Zeit habe? Keine Zeit? Mach mich nicht wütend, Mora, sonst spalte ich dir den Kopf. Süß. Schon gut. Was soll ich tun? Kennst du den Turm, den der alte Xardas errichtet hat? Ja. Nun, ich... Ich sehe schon, du weißt es nicht. Wenn du durch dieses Tor gehst, führt dich dieser Weg zunächst zu einem Bauernhof. Dahinter geht der Weg weiter und führt dich zu einem großen Turm. Ja, ist kalter Kaffee. Und was soll ich dort? Dort sind einige Schwarzmagier, die im Turm etwas suchen wollen. Ja? Sie haben mir durch einen Boten ausrichten lassen, dass sie Hilfe brauchen. Schau nach, was da los ist. Aber ich... Kein Aber. Du gehst, und zwar sofort. Na schön. Okay, ich war zwar schon bei den Schwarzmagiern, aber... Mal gucken. Ich finde hier einfach keine Waffenbündel. Ich hab doch sämtliche Schlüssel gekriegt, oder sind das nicht die richtigen Schlüssel? Hier ist wieder eine... hier habe ich mal ein Waffenbündel gefunden. Lord André, ne? Also, Lord André. Lagebericht, neues... Questchen, okay. Bilder verkauft der Maler Waffen aus der Stadt. Ja, ich glaube, das lasse ich erst nochmal. Ich speichere mal. So, mal gucken, vielleicht ist die auch so einfach. Shit. Jawohl. Ging doch ganz gut, finde ich. Ja, okay. Kann ich jetzt noch weiter durch die Stadt toben? Jetzt steht er hier davor. Mit deiner Ocke. Sagt er nichts? Nee, das mache ich lieber nicht. Ja, okay. Gehe ich mal hier durch. Und zwar sofort. Ja, alles gut. Große Frage, nächste Frage. Wie komme ich denn da durch? Herr Oberst. Ach so. Ich habe den Schwarzmagiern helfen können. Gut gemacht. Dann habe ich schon ein Problem weniger. Was? Warte, Mora. Ich habe noch einen Auftrag für dich. Was soll ich tun? Wir haben schon lange nichts mehr von unseren Kriegern gehört, die den Leuchtturm von Korinis bewachen. Kein Wunder. Nunchuck will daher, dass dort noch mehr Krieger hingeschickt werden. Und was ist das Problem dabei? Das kann ich dir sagen, Mora. Ich soll die Krieger Tabok, Olek, Nempek und Grampek dorthin schicken.
Doch leider kann ich diese Nichtsnutze nicht finden. Ich habe schon die halbe Stadt nach ihnen abgesucht. Damit ist jetzt Schluss. Jetzt wirst du nach ihnen suchen. Wenn du sie gefunden hast, bring sie alle erstmal zum anderen Tor. Ich werde dort auf euch warten und dir dann sagen, wie es weitergeht. Und nun bewege dich, Morra. Ulek, Lolek, Bolek, wer noch? Aha. Wache für den Leuchtturm. Aha, dachte ich mir doch, dass es den Orks irgendwann auffallen wird, dass sich ihre Krieger wohl nicht mehr melden. Der Ork-Oberst Sardok will den Kriegern beim Leuchtturm Verstärkung schicken. Gut, dass er noch nicht weiß, dass diese bereits tot sind. Ich soll die Orks Tavar oder Numbelkrampek suchen, die sich irgendwo in der Stadt befinden und diese zum anderen Tor bringen. Mal sehen, wo ich die vier Orks finde. Ja, das ist natürlich sehr, 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 sehr lustig. Der Grand soll mich ja aus der Stadt begleiten. Die Kaserne, wollte ich glatt sagen. Suchen wir erstmal hier unten ab. Wir könnten auch im Obergebiet sein. Nee. Hier haben wir noch einen. Auch nicht. Auch nicht. Auch nicht. Wer bist du denn? Homer! Hey, du! Lust auf ein Bier? Natürlich nicht. Gib dir einen aus. Ah, wer bist denn du, Homer? Wer bist du? Ich bin der alte Homer. Früher, da war ich noch was. Aber heute, naja. Mann, das waren damals noch Zeiten. Prost! Jo, und jetzt meine Klugger, ne? Oh, lecker. Du scheinst ein Alkoholproblem zu haben, was? Alkoholproblem? Wie kommst du denn auf so einen Mist? Der alte Homer hat kein Alkoholproblem. Verstanden? Ja, schon gut verstanden. Na, dann ist ja gut. Prost! Ist er immer nur... Wer bist du? Ein am Sklave? Saufen. Was? Ein Sklave? Wie kommst du denn auf den Schwachsinn, hä? Na, wie ein Ork-Söldner siehst du nicht gerade aus. Mann, ich war Buddler und habe damals im Minental sogar einen richtigen Damm gebaut. Und wie kommt es, dass ein Buddler wie du unter die Ork-Söldner kommt? Na, das war so. Als die Barriere im Minental zusammengebrochen ist, wollte ich natürlich abhauen. Abhauen? Wieso? Na, wegen den Drachen. Drachen? Ja, Drachen. Glaubst mir das wohl nicht, was? Wohl zu viel ins Glas geschaut. Na klar doch, die Drachen. Erzähl weiter. Nun, irgendwann habe ich mich dann doch getraut zu verduften. Bin dann bis zur Stadt gelaufen. Da wurde ich plötzlich von ein paar Typen von hinten angesprochen. Mann, da ging mir doch das Herz gleich in die Hose, sag ich dir. Konnte ja immerhin Miliz oder sowas sein. War da ja ganz platt. Als ich meinen alten Kumpel Grant wieder getroffen hatte. Wie? Du kennst Grant? Na klar. Wir waren doch gemeinsam mal im Knast. Jetzt ist er zum Boss der Orks-Söldner hier aufgestiegen. Hat mit seinen Jungs den Orks und den Assassinen geholfen, Corines einzunehmen. Naja, ich wusste es ja schon immer, dass er es mal weit zu etwas bringen wird. Grant hat mir erlaubt, mich seiner Truppe anzuschließen. Habe das sofort ausgenutzt, um hier die Kneipen leer zu saufen. Gute Idee, was? Okay. Wenn du es sagst. Klar, hier gibt es alles, was man sich wünscht. Prost. Und vor Prost. Allem lassen mich jetzt die Orks in Ruhe. Ist schon eine Menge wert. Ja, dann werde ich an dieser Stelle mal schließen und in einer weiteren Folge mal weiter nachfragen. Und ihr seht, hier gibt es ein Würfelspiel. Hier kann man also Würfel spielen. Weiß nicht, ob er mit ihm Würfel spielt. Das weiß ich noch nicht. Werde ich in der nächsten Folge herausfinden. Und den Cast, den werden wir später ansprechen. Ich bedanke mich für euch zu sehen. Schreibt einen Kommentar, gebt mir einen Daumen und ihr wisst Bescheid. Das ist richtig spannend hier, finde ich. Hier geht's erstmal gut ab. Ich sage Tschüss.